Ich bin Alessia Rinner, bin 18, spiele bei der Concordia Handball Akademie und bin Teil der A-Nationalmannschaft. Ich habe schon ganz früh von Handball spielen, und zwar mit 6. Und ich bin eigentlich zum Handball gekommen, weil im Kinski hatte ich eine Kollegin, die die Mutter Trainerin war. Und dann hat sie gesagt, komm doch mal ins Handball. Und dann hat es mir seitdem mega gefallen und seitdem bin ich immer beim Handball geblieben. Also ich bin ausgewählt worden, um in die Akademie zu kommen. Und dann hatte ich ein paar Gespräche gehabt, dort noch mit der Karin. Und dann hat es auch noch einen Selektionslehrgang gehabt. Und dann sind 10 Spielerinnen ausgewählt worden. Und jetzt bin ich seit 2 Jahren in der Handballakademie. Und letztes Jahr durfte ich dann mal in die A-Nationalmannschaft, weil es Verletzte auf meiner Position hatte. Und ja, seitdem bin ich eigentlich in der A-Nationalmannschaft. Also am Morgen kommen wir meistens am 8. Uhr, haben wir entweder Kraft- oder Ausdauertraining, also einfach ein Athletiktraining. Dann gehen wir in die Schule bis zum Mittag, dann essen wir auch dort im Mittag. Dann haben wir wieder Schule am Nachmittag und dann am späten Nachmittag haben wir Training und dann gehen wir heim und essen die Heiznacht. Ich schätze vor allem die Professionalität im Bereich Athletik, aber auch im Bereich Essen. Also hat mega gutes Essen dort und ist genau auf die Sportler abgestimmt. Und natürlich auch am Abend im Handballtraining, wie viel wir technisch trainieren, was ich auch sehr wichtig finde und vor allem auch, wenn man noch so jung ist. Man hat einfach so viel Zeit zusammen, auch neben dem Handball. Aber das Coolste ist natürlich die Spiele, die grossen Spiele gegen andere Nationen. Das ist natürlich eine riesige Ehre und ich glaube, man realisiert es gar noch nicht so. Das ist wirklich riesig. Und ja, es bedeutet mir mega viel. Ja, ja, wir haben so ein bisschen vereinbart, dass wir einfach uns gut präsentieren und uns das Beste geben wollen. Und einfach, dass wir aus dieser EM gehen und sagen, es war wirklich eine gute EM aus unserer Sicht. Wie man sieht jetzt, wie viele Spielerinnen haben es geschafft, in der Nationalmannschaft zu spielen. Das ist eigentlich Wahnsinn, dass man nach so kurzer Zeit, 2 Jahren, hat man die junge Spielerin. Also wir reden über 18-jährige, 17-jährige Spielerinnen, die jetzt in A-Team spielen. Das ist ja, ganz toll. Ja, sie war ganz am Anfang dabei in der Akademie. Man muss wissen, sie haben jeden Tag, extrem viel Krafttraining geschafft am Vormittag und dann haben sie jeden Tag technisches Training am Nachmittag und ihr Stärken ist definitiv ihre Technik und auch ihre Körperkraft logischerweise wegen all diesen Krafttrainingseinheiten bekommt man schon eine Stabilität, was man braucht als Flügel. Sie kennt sich aus eigentlich als Flügel für die verschiedenen Wurfvarianten, was da gibt, das hat sie als Repertoire. Hat auch einen guten Blick für die anderen Spielerinnen. Sie trainiert auch an anderen Positionen im Training und wissen, was muss ich machen, wenn ich in diesen Räumen als Spielmacher oder Halbposition komme, als Übergangsspielerin auf den Kreis. Und sie ist ziemlich komplett. Das, was fehlt jetzt, ist logischerweise Erfahrung gegen die Besten. Aber das sammeln wir dann jetzt hier bei der WM-Runde.